Hey, was geht ab? Das ist der Talker. Talk ohne cooles Akronym. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal angesprochen haben, wie dieser Podcast heißt. Ich bin angefressen, angepisst, weil ich war heute in zwei Läden drin, in einem GameStop und ich glaube auch in einem Saturn, weil ich mir dachte, Alter, heute gönnst du dir mal Kirby, das schöne neue 3D-Kirby. Und keiner hatte das auf Vorrat. Es war überall ausverkauft. Und ich habe auch nachgefragt, yo, bekommt ihr, warum ist, habt ihr das vielleicht hinten noch irgendwo? Ihr habt noch nichts mehr auf Vorrat oder so. Und ich dachte mir so, wieso? Das ist kein aktueller Release. Spiel ist 2 Monate alt inzwischen oder so. Warum hat das niemand auf Vorrat? Auf jeden Fall, Switch Sports kommt demnächst raus. Das ist ein Spiel, das ich mir nicht kaufen werde. Und ich werde es überall in den Läden sehen. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Das war an Das euch gleiche ist gerichtet. bei Dread auch passiert. Das hatte auch keinen Arsch mehr. Ja, aber Alter. du hast dir Red doch zum Release gesucht. Ich hab's jetzt. Wann kam Kirby raus? Ende März? Das ist ein Monat her. Nee, ich hab's mir. Ja, gut. Bei mir war es auch, glaube ich, schon. Also 2 Wochen hat es gedauert, dann hatte ich's. Endlich. Ich muss morgen nochmal zum anderen Laden hin und schauen, ob der das vielleicht hat. Ich habe schon lange kein Spiel mehr so Retail gekauft. Seit Dread habe ich, glaube ich, immer alles digital. Ja, Dread ist, glaube ich, auch das Letzte, was ich Retail gekauft habe. Aber ich meine, es kam jetzt auch nicht so viel raus. Ich denke, ich hätte mir Elden Ring gekauft, hätte ich eine Plattform, auf der ich spielen wollen würde, außer den PC. Aber Ich habe mir das letzte Game, das ich gekauft habe, war Alba. Ich hätte es und mir auch Wild digital Adventure, gekauft. weil es interessant aussah. Stimmt, du hast es ja auch digital gekauft. Ja. Warte, Ja, aber du besitzt Elden Ring sogar? Ich hatte, Er ja, muss, sonst sonst wüsste konnte er ich es ja doch nicht nicht wie. ausprobieren. Hast du es Ja. zurückgegeben? Ja, ich hatte es dann zurückgegeben. Okay, gut. Gut, Ja. das sind ja auch 70 € oder so dann gewesen. Hätte ich mir auch wieder geholt, wenn es gar nicht läuft. Ja, das Schlechte ist halt, da kann ich kurz mal was raushauen. Ich meine, ich kaufe mir auch oft Sachen auf Key-Seiten. Und das, was man da halt im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn es da halt nicht funktioniert, dann kann man es nicht zurückgeben, weil man den Key woanders her hat. Und ich hab mal jemanden darauf angewiesen, dass er sich God of War für den PC holen soll, weil es ein gutes Spiel ist und die Grafikkarte hat das nicht gepackt. Und ich habe doch vorhin noch gesagt, nein, nein, kaufst du auf der Key-Seite, ist billiger. Und jetzt konnte die Person das eben nicht zurückgeben und hat das halt. Ja, aber auf den Keyseiten ist es doch so, sind auf Keyseiten Spiele nicht die generell preiswerter? Ja, aber es sind halt, waren halt, glaube ich, trotzdem 40 € oder so. Ah, okay. Welches ist das ganz neue God of War? Nee, nee, halt der Port für den PC. Der Port Von vom dem ersten Teil? alten. Ja, der ist aber nicht so krass. Also vom 2018er halt. Ach so, okay, ich dachte jetzt vom allerersten God of War, dachte ich mir, okay, PS2-Spiel, das würde selbst da in jetzt Rechner packen. Ja, das habe ich auch. Ja. Es wird sich bald ändern. Ich krieg. Das habe ich ja. Das hätte ich. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mir PC-Teile gekauft. Neue. Für wie viel? Was hast du denn gekauft? Alle. Alles neu. Das ist schön. Ja. War teuer, oder? Es war teuer. 700. Was? 700? Ja. Okay, was sind da so für Teile drin? Okay, pass auf. Ich hab übrigens, das mache ich mit einem Kumpel zusammen, weil er kennt sich damit besser aus. Ich habe eine RTX 3050 jetzt. Okay. Und ein i5 und Ja, das geht. 16 GB RAM und sowas. Und das hast du für 700 bekommen? Ja. Die Preise sind, meine ich, wieder gesunken. Hatte ich neulich mit meinem Bruder drüber Ja, gesprochen. das, pass auf, Ich glaube, die Chip-Krise die ist vorbei, RTX hätte aber. ich eigentlich, theoretisch kostet sie nur so 215. Aber ich habe sie für 299 oder so bekommen. Ich würde meinen Was? Nee. Computer auch an sich gern mal upgraden. 3050 kostet nur 200 Und irgendwas? es war es, ja an sich normal. Aber weil die Preise ja gestiegen sind, es ist jetzt irgendwas mit 300 und ich hatte dann bei einem Angebot irgendwie 299, habe ich die Chance ergriffen. Vielleicht sollte Nicht schlecht. ich jetzt auch demnächst mal die Chance nutzen, hier ein paar Sachen abzugraden. Ich Ja, würde. ich bin noch okay. Ich habe einen 2070, ich komme noch klar. Kann ich einsehen, was ich für eine habe. Ich Ja, bin da ich muss super ja quasi hungrig alles drin. upgraden. Das heißt, Elden Ring läuft jetzt vielleicht mit 60 FPS Oh. und nicht mit 10. Das ist doch Mmh, toll. also Elden Ring war jetzt, ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht so gut optimiert gewesen, also. Nee, auf dem PC nicht. Das ist das Problem. Man kann es gut spielen, also das ist jetzt halt, das fühlt sich, glaube ich, meistens halt Also, dann trotzdem noch an wie auf der PS4 oder so. Das ist okay, es denke ich. gefällt. Jetzt ist es andersrum. Vorher hatten wir mit dem Podcast immer nicht aufnehmen können, weil Gengo in Elden Ring feststeckt. Jetzt wird es Daniel sein.
Mir gefällt diese Änderung. Ich werde es mir erst sehr viel später holen. Der Hype ist ein bisschen verflogen, ehrlich gesagt. So, ich kann auch warten. Warte, war das so? Was meinst du wegen Elden Ring? Wir hatten irgendwie so zweimal die Situation gehabt, dass wir Podcasts aufnehmen wollten, aber du hattest auch zugesagt und hast irgendwie Elden Ring gespielt und hast auf keine Nachrichten reagiert. Ja, gut, das kann sein, ja. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, oder ich hatte es doch gar nicht mehr im Kopf. Ja, aber ich glaube, wir sollten zum Thema des heutigen Podcasts kommen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Leute laden gar weinerliche Videos hoch, wo sie sind, das neue Switch Sports, ich mag es nicht. Es ist kein echtes Wii-Game, wie auch immer. Hatte ich auch vorgehabt. Dann habe ich mich dazu entschieden, das können wir auch als Podcast-Thema machen. Deswegen mache ich kein weinerliches Video, deswegen heule ich hier darüber rum. Das ist kein richtiges Mii-Game. Mii-Games sind super und das ist irgendwie Xbox-Avatare. Das ist das, was die Leute darüber sagen und ich stimme zu. Obwohl man mit Xbox-Avatar... wie Kinect. Ja, aber mit den Xbox-Avataren, die kann man tatsächlich die individueller gestalten noch. Das ist tatsächlich ja, wahr. Aber ich finde, die haben null Identität. Keine Ahnung, die Mii's sind halt... Die sind halt so cool, weil sie so dumm aussehen. Sind die überhaupt... Also ich weiß jetzt halt auch nicht, sind die bearbeitbar, weil die sehen irgendwie echt nicht so aus. Das sieht so aus, du kannst die Haarfarbe anpassen. Ich glaube, du kannst aber auch noch original Mies verwenden. Irgendwo habe ich das gesehen. Ja, aber die stehen aber leider nur noch... Mein Onkel arbeitet da. Aber ich kann einen guten Vergleich ranziehen. Ich weiß nicht, wer von euch hat Go Vacation gespielt? Nein. Ihr wisst aber, was Go Vacation ist, oder? Ja. Gut. Es ist sowas wie das bessere Wii Sports aus meiner Sicht. Und da konntest du halt, da gab es halt auch die Avatare aus dem Spiel selbst, die man verwenden konnte. Und halt auch Mies. Und weil das der Nachteil Mies war halt, die konntest du nicht komplett individualisieren, weil ein großer Part von Go Vacation ist halt, dass du einfach draußen in den Resorts rumfährst und Schatztruhen findest und darin ist dann Kleidung und damit kannst du deine Charaktere anziehen. Aber Mies können in dem Spiel keine Hüte tragen, deswegen sind ich und meine Geschwister halt irgendwann auf Avatare umgestiegen, weil wir Hüte tragen wollten. Und die Avatare, es gibt 16 verschiedene Versionen pro Altersklasse und dann gibt es die nochmal in sozusagen älter. Also es gibt eigentlich 16 Charaktermodelle, also für männlich und für weiblich und die dann auch in verschiedenen Altersklassen. Also dann wird der Bart zum Beispiel grau oder der kommt ein Bart dazu und nicht nur die Haare. Aber es war halt, yo, durch Kleidung konnte man die halt ein bisschen noch individualisieren, aber die Charaktere an sich waren jetzt halt nicht so krass. Was Besonderes. Weil das Krasse an Mies war ja, du kannst einen Burger basteln oder du kannst irgendwelche Anime-Weep-Charaktere bauen, du kannst Piccolo bauen, glaube ich. Mm. Kannst du Mies cool machen. Vor allem die Switch hat sogar einen Mii-Editor. Das ist eine Sache, die ich erst, glaube ich, nach 2 Monaten oder so, als ich schon eine Switch besessen habe, überhaupt rausgefunden habe, weil der ist sehr gut versteckt. Ja. Der ist wirklich versteckt, aber ich wusste das von Anfang an. Ja, ich glaube, wenn du dir halt am Anfang ein Profilbild machen sollst, da wirst du gefragt, ob du Mii erstellen willst. Wirklich? Also ja, ich glaube, da war sowas. Da kannst du dir halt entweder eins von diesen ganzen aussuchen oder irgendwie ist halt auch noch so eine Mii-Schaltfläche halt. Dann kannst du ja gleich einen machen. Ich hab das überlesen. Ich habe mir direkt ein Profilbild, glaube ich, ausgewählt. Ich glaube es zumindest. Jetzt halt auch schon ein paar Jahre her, ne? Ich habe mir natürlich auch nie wieder Mies gemacht. Ich habe mir tatsächlich irgendwann Mii erstellt. Ich weiß nicht mehr, für welches Spiel. Keine Ahnung, einfach so, weil man es halt kann, weil ich mal in den Mii-Editor reingucken wollte. Und es ist halt noch so viel heftiger mit Frisuren und dem ganzen Kram. Und du kannst halt so coolen Stuff machen. Die Leute haben das für Miitopia ja ein bisschen gemacht. Ja, da sieht er echt gut aus. In Miitopia. Also, das finde ich echt nice. Ich glaube, ich habe ein Pikmin als Profilbild. Habt ihr euren Mii als Profilbild? Ich hab einen blauen Pikmin. Was? Ich hab Bowser. Ah. Daniel? Ich hab einen blauen Pikmin. Das ist der so hinfällt. Hab ich den auch? Ich weiß gar nicht mehr, was mit. Ich glaube, ich hab einen Pikmin. Ich hab das irgendwann nochmal geändert. Ja, auf jeden Fall. Es ist schade, weil das Coole war ja auch, du konntest die Mies früher auch so im Hintergrund bei den ganzen Sportdisziplinen stehen und jetzt sind da halt diese Klone. Wenn ich sie so nennen darf, diese eigentlich alle vom Körperbau und vom Gesicht und von den Haaren her relativ ähnlichen langweiligen Avatare. Ja, das war ja das Coole so auch an Baseball, so, weißt du, wo das Team so vorgestellt wird und dann sind da alle
all deine erstellten Mies. Ja, dann. Und aus irgendeinem Grund ist da noch Mads oder so. Keine Ahnung, wie er heißt. Allgemein in allen Wii-Spielen. Auch bei Wii Party, wenn da diese Crowd rausgekommen ist bei Insel der Abenteuer, die so dich angefeuert hat oder dich ausgebuht hat, dann dachtest du auch, ah, okay, da ist der Mii von meinem Kumpel dabei. Da ist auch. Da ist der Mii von meiner Mom. Sehr interessant, danke, dass du mich ausbuhst. Das tut meinem Selbstwertgefühl auf jeden Fall gut. Aber du hattest halt. Du hast sie halt wiedererkannt. Du hattest so viel mehr Individualisierungsmöglichkeiten und ich wette, es gibt irgendeinen Nachteil, wenn man Mies benutzt und nicht Avatare, vielleicht Hüte oder so. Vielleicht können Mies keine Hüte tragen. Das ist jetzt meine crazy Verschwörungstheorie zu dem Thema. Ich meine, wenn es schon so passiert ist, warum soll es nicht wieder so sein? Keine Ahnung. Ja, aber die Mies sind, dass die Mies nicht da sind, ist halt schon irgendwie sad. Also sie sind da, aber sie sind halt... Das Marketing sollte viel mehr auf die Mies ausgerichtet sein, weil das ist einer der Faktoren, die Wii Games halt so geil gemacht haben, dass du mit einem Burgerkopf spielen konntest oder so. Ja, wir erleben halt schon die Ausgrenzung der Mies. Es hat damit angefangen, dass sie durch Shy Guys ersetzt wurden in Mario Kart und jetzt das. Oh ja. Die Strecke hat am Ende leider echt ein bisschen gelitten. Die hätten die zumindest hin und her fahren lassen können, das wäre jetzt nicht zu viel verlangt. Ja. Selbst wenn es halt Shy Guys sind. Ich habe das jetzt auch nicht. Es ist mir egal, ob es Mies oder Shy Guys sind, aber es ist schon interessant, dass Mies irgendwie gerade überall rausgedrängt werden. Außer Miitopia. Ja, das. Dann müssten sie ja den Titel ändern. Das wäre ja zu viel Aufwand. Bestimmt wird es in der nächsten Konsole, werden sie schon komplett ausgelöscht sein. Ja. Ich hoffe, dass wir ein Tomodachi Life Remake bekommen für die Switch. Dann können die ein bisschen einen Popularitätsboost haben. Ich hoffe halt wirklich, wir bekommen ein neues. Tomodachi Life ist an sich... Es ist wirklich komisch. Tomodachi Life ist... Ja, wie eines dieser, keine Ahnung... Kann sich doch jemand an dieses Springfield-Spiel auf dem Handy erinnern? Tapped Out? Ja, hieß das so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ja, das wurde auf jeden Fall... Du hast es in den Ring geworfen, du musst wissen, wie es heißt. Ja, halt das, wo du dein eigenes Springfield baust. Ja, das ist Tapped Out. Ja, genau, so hat sich halt Tomodachi Life auch angefühlt. Das ist halt echt so wie so ein Mobile-Game, bloß als vollwertiges Spiel entwickelt. Du musst halt auch auf Zeugs warten, aber du kannst so viel mit deinen Charakteren interagieren und du spielst eigentlich nicht wirklich. Du schaust dir nur dabei zu, wie sie Sachen machen. Aber das ist trotzdem faszinierend genug. Und oh mein Gott, ich will ein neues Tomodachi-Spiel, wo du halt, keine Ahnung, wie in Animal Crossing vielleicht deine Stadt individualisieren kannst und dann kannst du halt sehen, wie die Typen da was machen. Das wäre echt cool. Hat sich noch jemand gerade... Das würde sich auch voll perfekt anbieten mit Screenshot-Modus und alles. Da ja! Kann man super lustigen Stuff sehen. Ja. Hat sich gerade noch jemand daran erinnert, dass es gab ein Mii-Centered-Spiel für Smart-Geräte, das irgendwie inzwischen verschwunden ist? Ja, Miitomo, das habe ich sogar wo es released war, da habe ich es, glaube ich, sogar eine Woche lang ausprobiert oder so. Die Leute haben es gemocht, du konntest dein Mii einfach dumme Scheiße labern lassen, das war lustig. Ja, und genau deswegen wurde es wieder das Miiverse abgestellt. Achso, die Leute waren wohl Gier. Ja. Reiz, Nintendo es haben möchte. Nintendo kann das anscheinend nicht so gut handeln. Das hätte das keiner Miiverse, kommen sehen können. Wenn das zurückkommen würde, das wäre so cool. Ohne Spaß, die Miiverse Stage war dann würde ich wieder. Ich mochte die Miiverse Stage. Dann muss der Amazing Water Typ muss wieder zurückkommen. Ja, eine Legende gefallen. Mochte den Typ. Könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der irgendwie gesagt hat, zeichnet euch in den Kommentaren und irgendeiner hat sich mit einem riesigen Schwanz gezeichnet? Klassisch. Es gab irgendwie auf der Smash Bros. Stage gab es sowas. Ja, keine Ahnung. Oder ein 3D-World hat ein Kind darüber geredet, stimmt, seine Eltern sich streiten. Er hat gemeint, das Spiel macht Spaß, aber meine Eltern streiten sich. Das Miiverse war wirklich das beste Social Media, was ich bisher miterleben durfte. Ja. Das ist halt echt cool. Das Einzige, was so davon übrig ist, ist in Splatoon 2 und ja, keine Ahnung. Ich finde das aber in anderen Spielen, in Wind Waker gab es ja auch immer diese Flaschenpost und sowas. Sowas vermisse ich ein bisschen. Das ist so, da fehlt so die Interaktion. Also das Miiverse war halt echt eine kreative Idee, Spieler zueinander zu führen, auch wenn es ein Singleplayer-Spiel war. Kommt Splatoon 2 jetzt nicht irgendwie in den Erweiterungspass rein? War da nicht irgendwas vor ein paar Tagen?
Ja, die Octo-Expansion. Also das DLC wieder. Ich könnte es also spielen, theoretisch, aber ich werde es nicht. Ich besitze Splatoon 2 nicht. Ich bin da letzte Woche drüber gestolpert und es verwirrt mich unfassbar. Ich wusste nicht, dass Splatoon Lore hat. Ich war sehr verwirrt. Ich hab so ein amerikanisches Video gesehen, wo jemand die Splatoon-Lore zusammengefasst hat und ich dachte mir, es gibt Lore. Hast du nicht einen Splatoon-Teil mal gespielt? Nee, weder Teil 1 noch Teil 2. Gut, ich habe Teil 1 gespielt, Teil 2 besitze ich. Wenn du Teil 1 spielst, da kann man ja in jedem Level so eine Schriftrolle finden und die erzählen dir halt die Lore. Ja, das ist eine postapokalyptische Version von unserer Welt mit Tittenfischmenschen, genau. Ja. Und passt bis da. Das Einzige, was aus unserer Zeit irgendwie übergeblieben ist, ist eine Katze, die eingefroren wurde. Und super gut darin ist, Tintengefechte zu bewerten. Wie wurde die zweite Katze erklärt? Klon. Bei der ersten weiß ich, die erste Katze hat sich geklont, laut dem Video, das ich gesehen habe. Und hat eine Mini-Version von sich selbst zu erschaffen. Alter, oh, bis in Splatoon 3 noch eine Katze gibt. Drei Katzen. Ja, Splatoon 3 wurde jetzt vorgezogen. Oder? Nein, das war Xenoblade. Ah, Splatoon, die haben umgetauscht. Die haben es nach hinten verschoben. Oder nee, Xenoblade, das wurde nicht verschoben. Nee? Also, es war nicht explizit der Wortlaut verschoben, sondern es halt. Aber wisst ihr, was verschoben wurde? Das war heute oder gestern auf Twitter. Der Release vom Mario Bros. Film wird anscheinend um halbes, viertel Jahr oder so verschoben auf 2023. Ich hab's kommen sehen. Sie haben so wenig dazu irgendwie gezeigt, also gar nichts. Außer ja. Chris Pratt. Ein verschobener Film ist vielleicht gut. Ein gerushter Film ist für immer schlecht. Danke dafür. Ich weiß nicht, unter diesem Tweet hat ja auch vorhin jemand einen Leak von Reddit gepostet, wie der Plot von dem Film ist. Ich habe mir das mal durchgelesen und manche Sachen klangen interessant, manche klangen meh. Ich gehe dem mit offenen Armen entgegen. Ich bin sehr enttäuscht, wenn wir auf der E3 dieses Jahr nicht zumindest ein. Gibt es dieses Jahr eine E3 oder fällt die aus? Die fällt aus. Nintendo macht da trotzdem irgendeine Präsentation. Ja, sicher wird Nintendo. Wir wissen ja, wie viele E3s Nintendo gemacht hat. Ich will in der nächsten Nintendo Direct, was will ich da sehen nachher? Ich will den ersten Teaser zu Mario sehen, wie er gegen Block springt und das war's dann. Ich bin ehrlich, das wäre schon genug, um mich zu hypen, glaube ich. Ja. Ja, dann wissen wir, wie der Film aussieht. Dann wird's dieser dann wird's aussehen wie dieser eine super realistische Mario in diesem einen Fan-Animations-Ding von dem Mario 64 Opening Screen. Was halt diesen ganz tiefen Porn. Also ich meine, wir können ja generell vielleicht mal ein Video über diese Leaks da machen zu dem Film. Aber was ich gelesen habe, ist eine Sache, die will ich nur kurz mal in den Raum werfen. Da stand drin, dass wir Bowser in seinen jungen Jahren sehen. Und das ist eine Sache, von der ich mir denke, das könnte echt cool sein. Das ist einfach Yoshi's Island. Wie, es wird der junge Gecko Moria sein. Das ist eine Sache. Mein One Piece Boys da draußen, ich unterstütze euch. Bin auf eurer Seite. Die anderen nicht. Gengo hat da Folge 8 abgebrochen. Nein, ich hab's jetzt bis zum Alabaster-Anfang habe ich's geguckt und jetzt habe ich wieder aufgehört. Nice. Ich habe mir auch einen Haufen Theorien-Videos angeguckt. Ich mag die Lore und die Welt von One Piece auch, aber ich mag das Pacing von der Story nicht. Keine Ahnung, damit werde ich nicht warm. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich schaue es immer so schön, wenn du gerade wieder Bock bekommst, dann kannst du ja ein bisschen weiter gucken. Ja, so wird das Pacing wieder so gut, dass es sich lohnt. Auf jeden Fall, um auf Switch Sports ein bisschen zurückzukommen. Es ist halt so ein krasser Rückschritt, contentmäßig. Also ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ja, yep, same. Es gibt 6 Disziplinen insgesamt, und zwar Volleyball, Federball, Tennis, was sich alles 3 ziemlich gleich spielt. Ich meine, ich habe über 5 Jahre Badminton im Verein gespielt. Ich fühle mich immer persönlich angegriffen, wenn jemand sagt, yo, Badminton, das ist ja wie Tennis. Aber wenn du es auf der Switch mit einem fucking Joy-Con spielst, dann ist es von der Steuerung her eigentlich genau dasselbe Spiel. Und Volleyball auch, aber Volleyball kann mich mal. Ich habe Volleyball im Sportunterricht immer gehasst. Was ist das für eine Sportart, wo du dir aktiv bei wehtun musst, um sie zu spielen? Ich mag Volleyball eigentlich.
Das dachte ich mir. Ich, ja. Ich mochte es auch, aber du wurdest gehasst, wenn du den Ball nicht triffst. Ja. Ja, das stimmt. Ich hab's aber nie versucht, den Ball überhaupt zu fangen. Ich war eher besser darin, den Ball auszuweichen und das hat sich dann dadurch geregelt. Wir spielen Völkerball. Das ist einfach so ein Twist. Ja. Ja. Was gibt's noch für Disziplinen? Gott, ich hab gerade echt Völkerball mit Volleyball verwechselt, oder? Hm. Ah, kann sein. Egal. Was sind die anderen drei Disziplinen? Helft mir mal. Es gibt noch. Es gibt Bowling, Fußball? Golf. Nee, Golf wird erst nachgepatcht und ich. Aber Golf war im Trailer schon drin, oder? Ja, aber das hieß, das kommt im Herbst nach. Ah, oh, sehr schön. Das ist, warum sollte man auch ein Spiel komplett rausbringen? Also in der Standardversion müsste jetzt noch dieses komische Schwertkampf-Ding drin sein, was jetzt irgendwie einen tatsächlichen Namen hat, was eine tatsächliche Sportart ist. Ich habe das gegoogelt, das heißt Chamembo oder so. Chamembo, und das gibt es tatsächlich. Da bekämpfen sich Leute mit aufgeblasenen Schwertern und schlagen sich gegenseitig. Dann gibt es noch Bowling? Und was war das letzte? Fußball. Fußball verstehe ich am wenigsten. Vor allem, das kannst du mit diesem Bindings da spielen. Und ich weiß nicht, ob das Spiel ohne dieses Bindings da verkauft wird. Ich habe bisher nur Bilder gesehen von der Version, wo dieses Beinschnallen-Ding halt dabei ist. Ihr wisst, was ich meine. Das, was es auch bei Ring Fit dazu gab. Deswegen besitze ich es auch. Ich würde es ausprobieren. Für ein paar Minuten. Ich vermisse Boxen. Das wäre mit den Joy-Cons bestimmt lustig. Es fehlen so viele Spiele. Mir fehlt auch irgendwie Tischtennis oder so. Hast du Arms gespielt? Ja. Nein. Ja, da gibt's nicht sogar eine Arms-Demo. Da kriegst du halt ein Gefühl dafür, wie Boxen mit den Joy-Cons ist. Das ist eigentlich echt ganz cool. Ich hab Rhythmus Boxing 2, habe ich die Demo von gespielt. Damals bekommst du ein Gefühl dafür, was Boxen bedeutet. Und spiel's nicht bei 26 Grad. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist nicht gut. Zukunft. Ja, aber Boxen wäre halt echt cool in dem Spiel. Ich habe halt das Gefühl, dass sie das so alles so nach und nach gratis noch reinbringen werden. Aber ich denke mir, warum könnt ihr das Spiel nicht vollständig releasen? Weil so 6 Disziplinen ist halt fucking wenig. Ich meine, wie viel hatte Wii Sports Resort? 14 oder so. Und dann noch diese ganzen Unterkategorien. Du hattest 3 verschiedene Versionen von Frisbee. Du hattest 3 verschiedene Versionen von Flugzeugfliegen. Eins davon war Fallschirmspringen. Das ist halt, von Schwertkampf hattest du auch 3 verschiedene Versionen. Das ist halt einfach alles nur Player versus Player. Und ich hab's persönlich noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr mal in die Demo reingeschnuppert? Also die hatten ja irgendwie so ein offenes Ding da gehabt, wo alle mal spielen konnten. Dann hätte ich meine Switch anmachen müssen und das tue ich prinzipiell nicht. Das war ja das, was nicht gezeigt werden durfte, gell? Ja, ich hab's auch bestimmt nicht mir hat's bestimmt niemand über Discord gestreamt. Und Hibitons Erfahrung zu dem Spiel ist, dass es sich alles irgendwie ein bisschen schwammig steuert. Und du kannst die Bowlingkugel nicht mehr nach hinten in die Menge reinwerfen. Und die springen dann hoch und sagen, wow, das war Klassiker für die Reihe. Es ist halt all diese kleinen charmanten Dinge fehlen halt irgendwie. Auch sowas wie dieses beim 100 Bowling-Pin früher in Wii Sports Resort, wo du auf der Kante das langwerfen konntest. Wenn die beim Golf jetzt nicht. Beim Golf haben die das auch gemacht, immer wenn der Ball so in der Nähe des Lochs kam und dann irgendwie verfehlt hat, kam's. Oh. Ja. Warum? Ich will, dass sie das noch machen. Ich überhaupt nur noch Sports und halt auch nur noch für Online-Memberships. Das war ja bei der Wii U genauso. Warum macht niemand ein neues Sports Resort, wo wir halt ein komplettes Spiel haben mit einer, keine Ahnung, von mir aus wieder Wu Island, aber es ist halt jetzt andere Zeiten. Es hat sich verändert. Ich find 40 Euro preistechnisch auch frech. Das sind halt 6 Minispiele. Das kostet wirklich 40 Euro? 40 Euro, ja. Ich glaube, wenn du die Version mit diesem komischen Binding haben möchtest, sogar 50 oder so. Was ist die Verteidigung dafür? Gibt's Nintendo sagt Kauf. Ah ja, hab ich mir gedacht. Keine Ahnung, du kannst bei Spiele NATO, der wird das vermutlich irgendwie verteidigen. Weil Front. Er alles verteidigt, was mit Nintendo zu tun hat. Ist doch so. Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht wahr ist. Ja, ich vor allen Dingen die ganzen, habe ich wieder mitbekommen, die ganzen populären Nintendo-YouTuber und Streamer, wie ich sie hasse, ist es wieder alle so, oh ja, ich freue mich richtig darauf, das online zu spielen, das wird jeden Tag gezockt und ich denke mir, der Online-Modus wird nach 2 Wochen tot sein, so wie jeder Online-Modus, so wie der von Aces, war Aces Tennis oder
Ja, ist Golf. Es war Tennis. Ja, oder das Golf, da waren auch alle so, yo, das werden wir voll viel alle online spielen und jetzt findest du keine Party mehr davon. Ja, aber auch immer, pass auf, es klingt halt immer so cool, aber dann ist es so scheiße umgesetzt, dass das ist halt an Wert verliert. Die Steuerung soll auch laut Hibiton, ich beziehe, er ist meine Quelle, ich beziehe mich da auf ihn, soll sich irgendwie ein bisschen schwammig anfühlen und irgendwie bei weitem nicht so dynamisch und gut wie halt mit einer Wii Motion Plus Fernbedienung. Mhm. Weil da war die Bewegungssteuerung wirklich cool. Wenn du da dein Schwert so geschwungen hast, dachtest du dir, Alter, ich fühle mich wie ein richtig männlicher Mann, wie jemand, der zwei Messer in der Hand hält. Das ist ein gutes Gefühl. Aber jetzt denkst du dir so, ja, was habe ich da in der Hand? Das kann mein Herzschlag messen, aber das ist ja cool. Kann der eine Joy-Con tatsächlich. Das habe ich in Ring Fit Adventures gelernt. Krass. Ja. Keine Ahnung, mir fehlen so viele Sportarten irgendwie. Warum können die uns... Ich bin auf Gengos Seite, die sollten uns ein Wii Sports Resort geben für die Switch, nicht Wii Sports. Wii Sports hatten wir schon dreimal. Und das war halt damals eine Tech-Demo. Es ist eine Tech-Demo. Hört auf so zu tun, als wäre das so ein krasses Spiel. Die Leute sind immer so, Wii Sports, die ganze Wii-Reihe, super nostalgisch. Ich meine, die sind auch alle mit der Wii aufgewachsen. Aber... For real, niemand von uns hat wirklich großartig noch auf Wii Sports zurückgegriffen, nachdem Wii Sports Resort draußen war. Weil die meisten, die spaßigsten... Ich hatte nie Resorts, also habe ich quasi drauf zurückgegriffen. Ich habe damals so eine Doppel-Collection gehabt. Ich habe es bei Freunden gespielt, aber ich selbst habe sie besessen. Na gut, ich habe wahrscheinlich Wii Sports noch weniger gespielt, weil die Wii, die ich bekommen habe, die war mit Wii Sports und Wii Sports Resort. Und dann haben wir so gesehen, yo, Sports Resort ist ja so viel umfangreicher und die meisten Disziplinen hat es auch ein besser, also... Who cares for Baseball und Boxen? Ich verbinde eigentlich nichts mit Wii Sports. Ich verbinde das meiste mit Wii Sports Resort und Wii Party und sowas. Oh, ich möchte wieder Wuhu Island erkunden. Ich weiß, ich habe mich vorhin über die weinerlichen Leute lustig gemacht. Aber ich will wieder auf diese Insel. Ich habe vor kurzem ja ein Video gemacht über meine Lieblings-Mario Kart-Strecken. Da war halt auch die Wuhu-Rundfahrt dabei, weil das so cool ist. Diese Insel ist halt so krass nostalgisch für mich. Es war meine erste Open World. Ich bin da in Wii Fit Plus. Da kann man mit dem Fahrrad, wenn man alle Schwierigkeitsgrade gemeistert hat, kann man freien Erkundungsmodus freischalten. Da kannst du dann einfach 40 Minuten über die Insel fahren, wie du möchtest. Mhm. Das war so cool. Kannst du hoch in die Berge fahren, zu dem Schloss, zum Vulkan oder du fährst runter zum Strand oder in die Festung rein und du kommst halt auch überall lang. Das ist halt so nice gemacht. Das ist halt spaßig. Also in den Spielen haben sie es auch maximal ausgenutzt, in Wii Fit Plus vor allen Dingen. Diese ist halt auch eine coole kleine Insel. Sie hat so viel Charme. Nicht Gengo. Du hast es auch gespielt. Du hast Wii Sports Resort aber mitbekommen, auch wenn du es nicht selbst besessen hast. Ich hab's auch nicht selbst besessen. Ich hab's bei Freunden gespielt, also ja. Hast du es auch nicht besessen, Gengo, oder? Nee, aber ich hab's gespielt auch. Ja, vermutlich bei Kollegen. Daniel, du auch? Jo. War immer auch beliebt, halt. Ja, am meisten dieser Schwerten. Am meisten Schwertkampf oder Flug, oder? Luftkampf. Ja, weil das mit dem Schwertkampf war deutlich. Deswegen habe ich immer gefühlt. Ja, das Fliegen war so cool. Also, sowohl dieses freie Erkunden war super nice, wo du dann diese ganzen Punkte da einsammeln konntest. Halt, wo du halt überall hinfliegen und diese kleinen Informationsfitzelchen halt bekommst. So ein bisschen Lore, so hey, das ist die Queen Anne, das ist ein Schiffchen. Hier kannst du Golf spielen, das ist auf einer extra Insel, da will ich nie wieder hin. Oder hey, das ist der Vulkan, der ist voll mit Magma, das ist echt warm. Halt einfach so ein bisschen so winzig kleine... Lore-Fetzigchen, als würdest du dir in Dark Souls die Beschreibung von der Waffe durchlesen. Halt die andere Art von Storytelling. Auf jeden Fall, ja. Das kann man sehr, das sind zwei Spiele, die sollte man auf jeden Fall miteinander vergleichen. Disziplin, die ich am wenigsten leiden konnte, war, glaube ich, Frisbee. Oder Kanufahren. Das habe ich auch nicht geführt. Nee. Ich mochte Wakeboarden. Ich mochte das Radfahren. Oh, Bogenschießen mit diesen ganzen versteckten Früchten überall, das war richtig nice. Es war ein ziemlich großartiges Spiel gewesen und das ist halt so, keine Ahnung, wie jetzt das Spiel, 13 Jahre, 14 Jahre und das ist jetzt halt so ein kompletter Rückschritt halt Switch Sports. Ich meine, was hast du da? Du hast 4, 6 Sportteilen, die irgendwie random irgendwo rumstehen. Das ist ja ein cooles Plateau.
Das lässt sich auf jeden Fall vergleichen. Es war halt so nice, weil du hattest halt diese riesige Welt eigentlich und überall, wenn du halt die Disziplin gespielt hast, dachtest du dir, ah, ich bin jetzt gerade beim Vulkan und schubse mies in die Lava mit meinem Schwert. Oder ich werf den Frisbee am Strand rum. Es war halt alles irgendwo auf diesem in diesem Resort zu verordnen. Das war das halt das, was das Ganze so cool gemacht hat. Und das ist halt, Switch Sports ist halt all das, nur ohne wirklichen Charme. Es ist halt mehr Wii Sports als Wii Sports Resort. Und Wii Sports hat halt, Wii Sports hat keinen Charme für mich. Sag ich ganz ehrlich. Es ist ganz nett. Ja. Aber es ist halt eine Tech-Demo. Und eine Tech-Demo sollte nicht 40 Euro kosten. Und unfertig sein. Ja. Ich weiß nicht, warum sie Golf nachpatchen. Ich hab das schon mal gesagt, aber ich will dafür bezahlt werden, dass ich Golf in mein Spiel reinnehmen muss. Ich finde, Golfspiele sind die generell alle langweilig. Ich verstehe nicht, warum Leute... Ich fühle Wii Sports Resort auch super hart, aber Golf ist wirklich die schlimmste Disziplin da drin. Ich habe mich gerade erst erinnert, dass Wii Sports Resort überhaupt Golf hatte. Aber ich habe vor Jahren mal so ein Video gemacht, wo ich so durch diese ganzen Mii-Wii-Spiele durchgegangen bin. Und ich war dann bei meinem Bruder gewesen, um halt... haben mit ihm zusammen halt ein bisschen Wii Sports Resort aufgenommen. Und wir haben Golf, glaube ich, nach 2 Runden abgebrochen. Wir haben nicht mal das dritte Loch gespielt, weil Golf halt scheiß langweilig ist. Ich mag Golf für Free Friends, aber das ist auch super abgedreht. Aber sonst alle Golfspiele eigentlich Müll aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, Hot Take, wie steht ihr zu Golfen? Wow, ich finde Golfen okay. Ich mag Golf. Ja. Ach. Das ist ganz... Ich habe es echt häufiger gespielt, ehrlich gesagt. Ich auch mit Freunden Golf tatsächlich. Gespielt, ja. Ich hab's in Real Life gespielt, das ist tatsächlich ganz spaßig. Ja, aber auch richtiges Golf oder Minigolf? Richtiges Golf. Ich hab mal in den Ferien so einen einwöchigen Grundkurs dazu gemacht. Interessant. Ja. Ja, keine Ahnung. Schön. Hat Bock gemacht. Wann kommt endlich Mario Minigolf und nicht Mario Golf? Warum ist Mario Golf so eine Reihe, die so... Warum dachten sie sich bei den Sportspielen eigentlich, wir sollten nur Golf und Tennis fortsetzen, das sind die beiden guten Spiele? Das andere ist Mixed Sports, aber es kommt nie wieder. Ah, das habe ich tatsächlich gespielt, das ist voll in Ordnung eigentlich. Nicht alle Disziplinen sind nice, aber vor allem Eishockey und Volleyball ist halt super kreativ und spaßig in dem Spiel. Das gab's nur auf dem DS und auf der Wii, oder? Ja, ich habe die Wii-Version tatsächlich. Ich glaube, ich habe die DS-Version gespielt. Ich kann mich vage an was erinnern. Ja, stimmt. War das nicht für ein 3DS sogar? Nee, gab's dann Reiten und so. DS. Ah, dann gab's noch eine andere Mario-Sport-Minisammlung für den 3DS, da konntest du reiten und so. Ich habe das mal bei Game 2 gesehen, meine ich. Oh, das weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt nicht noch Game 2 geschaut habe, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, in der Tat. Naja, ich finde Golf kacke. Habt ihr auch so ein bisschen die anderen Wii-Spiele gespielt? Ich habe ja fast alles gespielt. Ich habe sogar Wii Party U gespielt für dieses Video, das ich gemacht habe. Wii Party U habe ich auch gespielt, das ist ganz schön langweilig. Es ist scheiße. Ich habe nur Wii Party gespielt. Ich habe Wii Party U so sehr gehasst. Es ist so absolut nervig, so wie sie dieses Gamepad die ganze Zeit einbinden wollen. So, yo, jetzt würfel auf dem Gamepad. Jetzt zeichne irgendwas auf dem Gamepad. Jetzt tauscht das Gamepad durch, damit jeder Spieler einmal das Gamepad in der Hand halten darf. Ich fand das so scheiße, wirklich. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich schade finde, weil Wii Party waren... Ich finde, Wii Party ist ein sehr stabiles Spiel, weil die Leute hacken immer so alle auf ND Cube rum. Wow, die haben... Mario Party ruiniert, was sowieso nie so ein großartiges Spiel war. Ich finde Mario Party maßlos overrated, das habe ich euch schon häufiger gesagt. Aber Wii Party hatte ich meinen Spaß mit. Insel der Abenteuer? Super cooler Modus. Ich habe immer das Panzerspiel gespielt. Yeah, das ist Wii Play. Was? Nein. Doch, echt? Ja. Es gab aber noch so ein Panzerspiel. Ich meine, das von Wii Play. In Wii Party gab's so eins, wo du auf so Schienen rumgefahren bist. Wii Party Panzerspiel. Jetzt suche ich danach. Ja, find es mal raus bei Wii Play. Was du meinst, ist, glaube ich, Wii Play. Ich glaube, das war das einzige Wii-Spiel, das ich nicht in meinem Video drin hatte, weil ich mag Wii Play Motion mehr. Keine Ahnung, also da kann ich Hot-Take raushauen, aber diese Party-Spiele fühle ich generell alle nicht. Wii Party jetzt nur oder allgemein? Allgemein. Mario Party. Also ja, okay, auch wenn sie halt okay sein können oder gut sein können, weiß nicht, wenn du halt ein Brett mal durchgespielt hast, denke ich mir halt immer, okay, ich muss das jetzt für eine gewisse Zeit lang nicht mehr spielen. Fühle ich so hart. Ich habe das,
keine Ahnung, wenn ich so Mario Party spiele, ich spiele das vielleicht mal so einen Abend und danach denke ich mir auch, jo, ja, ich habe jetzt erstmal genug. Ja, das war genug Mario Party für dieses Jahr. Nächstes Jahr gern wieder, ja. Jungs. Ja, und ich besitze beide Mario Partys für die Switch und ich habe die wirklich nur einmal. Einmal dieses Jahr habe ich eins davon gespielt. Und letztes Jahr habe ich auch einmal eins davon gespielt. Ich finde Mario Party hat so überhaupt nicht Spaß. Und alle sind so, yo, Mario Party, ich habe doch voll die krasse Strategie und so. Du würfelst. Halt's Maul. Ich mag Mario Party 9, das ist schnell, da sind die Runden zumindest schnell. Weil alle das gleichzeitig. War wohl echt drücken. Gameplay, krass. Also, ist Mario Party 9 ein gutes Spiel, oder Daniel? Ich hab. Ja, weil es quasi. Warte, pass auf. Mario Party 9 war mein erstes Paper Mario. Paper Mario. Gutes erstes Paper Mario. Das war mein erstes Mario Party, was ich selber quasi besaß. Tito. Dementsprechend habe ich das auch sehr oft gespielt und keine Ahnung. Mario Party 9 mochte ich noch. Aber was danach kam, dann halt nicht mehr so ganz, weil keine Ahnung. Als einmaliges Konzept war es halt. Ganz aber nett. Es liegen solche Welten zwischen Mario Party 9 und 10, weil die Leute nennen das immer in einem Satz, aber Mario Party 10 hatte so viel langweiligere Strecken und so viel mehr glücksbasierte Minispiele. Die sagen das aber über Mario Party 9, viel zu viele glücksbasierte Minispiele. Das hat die wenigsten glücksbasierten Minispiele zusammen mit Mario Party 6, glaube ich. Das sind die mit den wenigsten glücksbasierten Spielen. 7 und 8 hat zum Beispiel super viele, 10 oder 12 Stück. Und ich finde alles, sie auf dem 3DS haben sie sehr viel seltsamere und schlechtere Mario Partys rausgebracht. Zum Beispiel dieses mit den Toads. Oder Mario Top 100. Ja, ich finde auch so. Der 9. ist auf jeden Fall noch einer der besseren Teile, denke ich. Ich fand im Vergleich zu den anderen in GameCube. Ich finde ihn auch besser als Super Mario Party zum Beispiel. Okay, das finde ich jetzt nicht. Ich meine nicht Superstars, ich meine Super Mario Party. Das war der erste von den beiden. Okay, dann das schon eher. Aber auch nur wegen dem Content so kam. Irgendwann haben die angefangen, einfach weniger zu machen. Ja, seit der D-Cube. Aber das lässt sich generell auf Nintendo anwenden, irgendwie momentan. Ja, aber ich möchte auf Wii Party nochmal zurückkommen, weil die hatten zum Beispiel so, die hatten super viel coolen Stuff da drin gehabt. Die hatten halt diese großen Spiele da gehabt, wo du auch die Minispiele spielst. Da war auch sowas bei wie Glücksrad oder Bingo. Weltreise, wo du so um die ganze Welt gereist bist und verschiedene Attraktionen fotografiert hast. Wer am Ende die meisten Fotos hatte, gewinnt. Und das ist so zwei Spieler, die. Du hattest halt auch, was ich cool fand, war, du hattest halt nicht so dieses harte Versus. Du hattest auch so Spiele, die waren einfach nur, yo, du spielst mit einem anderen Spieler zusammen. Zum Beispiel bist du in einem Tempel unterwegs und ihr müsst dort zusammen Rätsel lösen. Oder ihr seid in einem Keller und müsst eine Maus festsetzen. Oder ihr seid in der Spukvilla und müsst Geister anleuchten, damit die verschwinden. Und dann gab es natürlich noch die Zimmerspiele, wo du zum Beispiel Wii-Fernbedienungen irgendwo im Raum verstecken musstest. Und ein Spieler musste die dann anhand des Geräusches finden. Oder man hat so eine Art Beste-Kumpel-Quiz gemacht, wo man so Fragen beantworten musste und rausfinden, wer den anderen besser kennt. Es war schon alles, war schon ein sehr charmantes Spiel. Und dann hat Wii Party U alles kaputt gemacht. Okay. Die ganze Legacy. Ich weiß, ich habe vorhin gemeint gehabt, alle Partyspiele wären halt nur so mehr. Ich glaube, ich würde es zurücknehmen, wenn wir sowas wie Nintendo Land als Partyspiel zählen lassen. Tun wir, oder? Oh, Nintendo Land gehört ja auch irgendwie zu Mirai dazu. Ja, deswegen wollte ich es jetzt reinwerfen. Weil, ich weiß nicht, kann Nintendo nicht echt mal ein neues Nintendo Land machen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es in Nintendo Land war. Konntest du da wirklich deine eigenen Mies reinmachen? Oder waren das nur so vorherstellte? Du konntest deine eigenen Mies reinmachen. Ja, ich hab das vor kurzem mal gespielt. Ich meine halt, wie cool ist es, dass du, keine Ahnung, Mario Chase spielst und dein Mii hat dann das Mario-Outfit an und dann jagst du die Toads. Oder in Luigi's Geistervilla unterwegs bist. Ja. Die Spiele waren, diese auf mehr Spiele ausgelegten Spiele waren da alle ziemlich cool gewesen. Die haben halt, keine Ahnung, die Mies auch so perfekt eingefügt. Hier in dem Zelda-Spiel da, wenn man halt das mal halt mit einem Freund zusammengespielt hat, konnte man halt immer sehen, wie der andere Mii mit dem Schwert rumgefuchtelt hat und der andere hat halt mit Pfeilen geschossen. Das war echt super cool. Ja. Ja, es hat auch das Gamepad gut eingebunden. Ich muss nur sagen, ich finde, das muss man dem Spiel ehrlicherweise vorwerfen, ich fand die ganzen Einzelspielerspiele waren eigentlich alle relativ schwach. Also der Multiplayer-Stuff, alles sehr stabil, da würde ich sagen, alle gute Spiele. Selbst sowas wie dieses Animal Crossing-Fangspiel oder so. Aber jetzt die Einspielerspiele, sowas wie dieses super seltsamste steuernde F-Zero-Ding da oder, keine Ahnung, unter Wasser tanzen mit Mr. Game & Watch, es war alles ziemlich meh.
Das Donkey Kong Ding fand ich noch ganz cool. Oh, das konnte ich nicht einmal abschließen. Das ist so schwer. Das war echt schwer. Aber das fand ich cool. Ja, das ganze Spiel macht halt so viel wieder wett mit halt der Optik, weil du halt dieses komische, weil du halt dieses etwas ranziger Freizeitparkgefühl hast. Du bist nicht in Disneyland oder so, sondern du bist in Nintendo Land. Ja, Nintendo Land. obwohl Nintendo Land gibt es inzwischen ja wirklich und es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Auch wenn es keine Fahrgeschäfte gibt. Sie könnten halt sich von dem echten Nintendo Land ein bisschen inspirieren. Ich will einfach nur neues Nintendo Land, okay? Es gibt jetzt auch ein Studio Ghibli Freizeitpark. Ich will ein Studio Ghibli Land, okay, Nintendo? Ein Studio Ghibli Land, finde ich gut. Ach, dann war's gleich. Ich will, dass meine Mies wie in Smash Prinzessin Mononoke Kostüms tragen können, was auch immer. Ah, ich glaube, darüber habe ich rausgefunden, dass es Mies auf der Switch gibt. Überall Smash. Das wird Sinn machen, ja. Und die ganzen Kostüme und so. Ja, das ergibt Sinn. Ja? Macht halt, keine Ahnung, wirklich ein Game, wo die Mies halt mehr eingebunden sind, wo ich denen auch wie in Tomodachi Life oder so verschiedene Outfits geben kann, halt. Dann sind Mies halt echt cool. Ich fand's langweilig, aber es gibt tatsächlich Leute, die lieben Miitopia. Ich mochte das Gameplay nicht, das war irgendwie super dröge. Ich wollte es mir mal angucken, aber habe ich bisher noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Gameplay da aussieht, ehrlich gesagt. Also es ist eigentlich nur super stumpfes RPG-System einfach. Du entscheidest, wen du angreifst, mit welcher Attacke. Zwischendurch laufen deine Charaktere automatisch irgendwie durch eine 2D-Welt. Tja, also das Kämpfen klingt genau wie ein Pokémon. Das scheint ja auch niemand zu stören. Ja, gut. Oh ja. Das kann man natürlich so sagen. Ich bin definitiv ein bisschen. Ich bin sehr reserviert, was Switch Sports angeht. Ich mag den Titel irgendwie auch nicht. Sie hätten sich irgendwas anderes dafür ausdenken sollen, sowas wie Mii Sports oder so. Keine Ahnung, es klingt irgendwie falsch ohne den Wii-Bezug. Die hatten doch ein Wii Sports auf der Wii U gehabt. Das hat Gengo, meine ich, vorhin erwähnt. Das war doch ja, dieses komische Abo-Ding. Wie ist es? Konntest du das nicht sogar online spielen? Ja, ich meine. Das waren dann die Disziplinen aus Wii Sports, also auch aus dem ursprünglichen Wii Sports oder wie, also Boxen und der ganze Kram. Boxen, Bowling und so. Boah, das weiß ich nicht mehr, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass das eines der ersten Spiele war, mit denen Nintendo halt mehr oder weniger wirklich damit geworben hat, dass sie jetzt auch Online-Stuff machen. Ich erinnere mich, das war mit diesem Abo-Modell gewesen, wo du das irgendwie für einen Tag oder so kaufen konntest, oder? Das kann sein, ja. Ich meine mich auf jeden Fall zu erinnern, dass da irgendwas Kontroverses war, so, yo, ich kann das ganze Spiel nicht kaufen. Ich fände das bei Switch Sports eigentlich besser, wenn du irgendwie, keine Ahnung, weil du wirst das nicht länger als eine Woche oder so aktiv spielen. Oh, es hat halt keinen Content. Das war 2013, oder? 2013, okay. Nee, warte, das ist eine Weile her. Wii Sports ist von 2006 oder so, also. Ah, es hieß Wii Sports vergeht. Club, nicht Wii Sports U. Ah, okay. Ja. Es war doch mit Abo-Modell, oder? Ich denke mal, ist halt echt komisch, weil ich vergesse halt immer, wie kurz die Wii U eigentlich da war. Ich wollte halt gerade sagen, das kam doch irgendwann so later raus, aber das ist halt ein Jahr, nachdem die Wii U mehr oder weniger released wurde. Also es hat sich nicht so angefühlt. Das hab ich auch so gefühlt. Spiele wie 3D World oder so kommen ja auch sehr viel später vor oder Mario Kart 8. Ja, aber ich glaube, 3D World kam auch 2014 raus. Die kamen zu relativ zu Beginn raus. Das hatte Daniel auch in seinem neuen Video irgendwie angemerkt, dass die Wii U irgendwie gefühlt sehr viel länger da war. Ja, das habe ich gesehen. Als die Switch. Das habe ich auch, da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, die Wii U war irgendwie für so 10 Jahre oder so gefühlt da und die Switch ist seit gestern hier. Ich meine, gut, halt, wir waren da noch mehr oder weniger Kinder, aber trotzdem. So, könnt ihr es glauben, dass 3D World nur ein Jahr nach dem Release der Wii U rauskam? So, nee, halt. Das ist krass. Auch zum Beispiel die Wii kam, war glaube ich, auch insgesamt 5 Jahre oder 6 Jahre war sie auf dem Markt. So, das ist, ich glaube, selbst dann wird es viel zu kurz vorkommen. Das ist ganz seltsam irgendwie. Ja. Wir werden die Switch noch ein paar Jahre behalten. Ja, und es wird sich so anfühlen, als wäre sie erst rausgekommen.
Vielleicht hat sich einfach damals jeder Release so viel besonderer angefühlt. Spätestens. Sowas wie Wind Waker, Donkey Kong und so. Spätestens 2024 kriegen wir eine neue Switch, weil dann kommt der Cross-Plattform-Release vom Zelda Breath of the Wild 2. Ja. Noch ein Spiel, das verschoben wurde. Ja, da werde ich wieder on board sein, glaube ich, wenn. Ich bin mir sicher, das wird so passieren und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich dafür an Bord wäre. Ich meine, einerseits will ich es natürlich spielen, aber ich, die können es nicht schon wieder machen, Mann. Ich hätte gern neues 3D Mario oder neues Donkey Kong. Das ist mein Statement. Wow. Ich wurde vor kurzem an was sehr Tragisches erinnert. Ich habe so ein älteres Video gesehen, wo jemand über Bowser's Fury geredet hat. Dann wurde mir klar, Alter, das ist das Ding, an dem die 3D-Mario-Crew gearbeitet hat seit dem Ende von Odyssey. Da dachte ich mir so, wir werden eine ganze Weile wieder kein neues 3D-Mario kriegen. Ist Bowser's Fury wenigstens gut? Ja, Fury macht Spaß, aber es ist halt eigentlich nur 3D World mit ein bisschen Bonus. 3D World macht auch Spaß, wenn du es auf der Wii U nicht gespielt hast. Daniel könnte es sich holen. Ich weiß nicht, halt, Bowser's Fury sieht immer so aus, als hätte ich es in 2 Stunden durch. Beim ersten Playthrough. 3 Stunden. Ja. 3 oder 4 Stunden. Das ist nicht unbedingt so viel. Naja, der Online-Modus von 3D World ist halt eine nette Sache. Ja, aber ich meine, ich habe 3D World schon oft genug Multiplayer gespielt. Ich brauche auch neue Spiele. Ich habe mir alle. Ich kann keine Mario, 3D Marios erneut spielen. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe die alle overplayed, außer Sunshine. Und Sunshine will ich nicht spielen. Mhm. Das will ich mir nicht overplayen. Ich meine, wir können nicht alle solche Fans davon sein wie Gengo. Ja. Das war ein indirekter, deswegen. Du weißt, du kennst die Geschichte. Ich kenne viele Geschichten. Sunshine statt Luigi's Mansion wegen der Länge. Mhm. Als Kind denkt man das halt. Podcast, wenn du halt wirklich nur einen bestimmten Betrag an Geld hast, den du ausgeben kannst, dann musst du halt echt gucken, was du damit machst. Habt ihr eigentlich die Sonic-Sache da mitbekommen? Ja, das ist traurig, Jo. Was da passiert? Es kommt eine neue Sonic-Collection raus, die heißt Sonic Rayman Origins. Ja. Die hat so 10 verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Features, die angeboten werden. Mein Lieblingsfeature ist der Hintergründe. Oder so animierte Sprites im Menü. Ja, Sticker. Auch ein gutes Feature. Oder war noch ein Sticker oder sowas? Ja. 100 Bonus-Coins zu Anfang, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Ich habe halt so kein Interesse daran. Ich hasse halt alle 2D-Sonics. Sonic interessiert mich generell nicht, also von daher ist okay. Ich mag Sonic Generations. Bis auf das Wisp-Level, das ist Müll. Ich habe das Finale nicht gemacht, alles andere fand ich cool. Ja, ich habe das mit TV Tom vor kurzem auf Twitch, wir haben es gegeneinander gerannt und auch wir hatten uns gar nicht, ja, wir machen den letzten Boss nicht. Ich habe schon im Vorfeld immer gehört, so der ist mega scheiße, der dauert zu lange und so. Dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich den halt. Ich verstehe nicht. Es reicht mir, wenn ich die Level spiele und fertig. Die Level sind auch gut, die 3D-Level, die habe ich gestern, vor ein paar Tagen sogar noch ein paar Mal, bin ich noch ein paar Mal einfach so durchgerannt, weil ich spaßig fand. Ich habe auch die Unleashed-Mod runtergeladen sogar. Aber die muss ich mir nochmal runterladen. Gibt's die auf Steam oder ist das irgend so ein extra Ding? Ich glaube, das ist ein extra Ding. Aber 2D Sonic. Ist jetzt auch nicht so kompliziert. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum die Leute es so hart verteidigen. Es kostet halt genauso viel wie Switch Sports, wo man sich auch nochmal Gedanken machen muss. Und es sind halt 4 alte Sonic-Spiele einfach als Collection. Mhm. In 16:9. Sonic 1, 2, 3 CD. Die du dir auch einfach auf Steam holen kannst für 20 Euro alle zusammen oder so. Oder noch weniger, ich weiß nicht, ich glaube, die kosten 3,99 oder so auf Steam. Kaufst du dir am Sale? Und es gibt auch gute Fan-Mods, die das Ganze erweitern. Zum Beispiel Sonic 3 hat eine gute bekommen. Sonic 2 können wir auch alle. Nee, Sonic 1 oder 2, ich weiß nicht welchen, aber der ist auch auf der Switch drauf. Weil wir können ja Mega Drive-Spiele spielen, wie wir alle wissen, nicht, Daniel? Mhm. Das ist ein Feature, das wir alle genutzt haben. Ich hab tatsächlich Sonic 2, aber als eShop-Version. Das hab ich mir mit den Goldpunkten geholt. Ich hab den Mega Drive Mini. Ich hab's nicht bereut, da waren ein paar nette Spiele drauf. Ich hab die nur alle nicht wirklich weit gespielt. Ich hab in die meisten einfach mal reingeschnuppert. Aber er ist optisch gut. Er steht bei mir im Regal, weil er schick aussieht.
Die haben da viel Liebe reingesteckt. Das ist keine PlayStation 1 Mini oder so. Aber ja, ich werde mir Sonic Origins nicht holen und ich finde, die Leute verteidigen uns ein bisschen zu hart dafür, dass es einfach nur ein Re-Release ist mit 40 Euro Price-Tags und verwirrendem System. Keine und Goodies, Ahnung. Die eigentlich keine Goodies sein sollten. Es ist wie bei Switch Sports. Ich finde, die Leute sind da auch zu optimistisch eingestellt. Die sind da ein bisschen nostalgieverblendet. So, yo, es war meine Kindheit, lass mal zusammen bowlen. Online. Einmal. Es ist halt viel zu teuer wieder für den Preis. Es ist halt viel zu teuer für den Inhalt. Da bin ich halt ein bisschen. Ich habe halt in letzter Zeit zu viel irgendwie Indie-Stuff oder so gespielt und denke mir so, yo, wie kann das Spiel bitte 20 Euro kosten und den achtfachen Inhalt irgendwie haben von Mario Golf? Wie kann das sein? Ne? Außerdem bleibe ich dabei, ich find's super frech, dass der Content irgendwie erst nach und nach released wird. Weil dann kann ich nicht mehr das Spiel in 2 Jahren holen, dann kann ich alles benutzen. Aber dann gibt's jetzt keiner mehr online. Ja, hol ich mir in 5 Jahren Mario Kart 8 Deluxe. Ah ja. Kurze Frage mal mit diesem Nachrelease, so wollte ich vorhin schon mal fragen. Was sind so Disziplinen, Sportarten, die eurer Meinung nach noch so in Switch Sports rein sollten? Also so nachträglich. Die fügen ja noch ein paar Dinge nachträglich hinzu, meinten sie. Also ich bin ehrlich, ich werde wahrscheinlich nie in die Erwägung kommen, mir das zu kaufen, aber... Ich auch nicht. Das, das denke ich mir eigentlich auch. Ja, ich habe es auch nicht vor, deswegen, das war aber jetzt so eine rein theoretische Frage, welche Sportart fehlt euch besonders in dem Spiel und hättet ihr gerne drin? Keine Ahnung. Boxen. Ich will mit HD-Rumble die Wucht spüren, die ich... die Schmerzen bei meinen Gegnern. Du solltest die Arms-Demo spielen. Ich hätte mit HD Rumble echt gern dieses Minigame, wo man das, wo man die Früchte zersäbelt, Fruit Ninja, keine Ahnung. Das wäre. Oh ja. Cool. Ich denke, also, das meine ich. Ja, es gibt ja auch irgendwie diese ganzen Unterkategorien, nicht mehr bei den einzelnen Sportarten. Es gibt eine Sportart. Ich hätte gern Luftsport, glaube ich. Ja, dafür aber das brauchst ergibt du halt da aber auch eine Insel, ja. Ja, deswegen entscheide ich mich auch nochmal um und ich sage, ich glaube, Tischtennis könnte ganz nett eigentlich noch sein. Boah. Tauchen wäre lustig für Wasserlevel, weil jeder hasst Wasser. Tauchen kannst du in Go Vacation tatsächlich. Da kannst du Tiere fotografieren unter Wasser. Ist ja wie Pokémon Snap. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen Go Vacation und Switch Sports, ist das Go Vacation Remake auf jeden Fall das bessere Spiel. Da gibt es auch ungefähr so, keine Ahnung, 25 oder 30 Minispiele und nicht 6. Ja, Nintendo ist in letzter Zeit irgendwie wieder super eklig unterwegs. Das ist halt effektiv nichts. Das ist Content, den hast du in der Stunde durch. In der Stunde hast du alles gesehen. Ich meine, Hibiton hatte ja die Demo gespielt. Ich habe natürlich nicht zugeschaut, weil er es nicht gestreamt hat oder so. Das wäre ja verboten. Aber wir hatten Halo Infinite gespielt. Er hatte eine kurze Pause gemacht dafür. Meinte so, yo, jetzt ist ja so 2 Stunden Testphase, guck ich mal rein. Es gab nur 3 Spiele. Es gab nur das Schwertkampf-Ding, Bowling und ich glaube Federball oder so. Und er hatte nach 20 Minuten bereits keinen Bock mehr. Das halbe Spiel stand ihm zur Verfügung und nach 20 Minuten dachte er, yo, ich habe echt keinen Bock mehr, ich habe alles gesehen. Und das wird es halt auch sein. Das ist jetzt die Euphorie vom Release und wenn es dann draußen ist, sind die Leute nach einem Abend auch raus. Ja. Das ist meine Prediction. So wie bei allen Mario-Sportspielen. Oh, Mario. Ja. Oh, mies, was ist aus euch geworden? Armer Miguel, der ist jetzt tot. Das war gar nicht Miguel. Wie heißt der super schwere letzte Boxer-Typ? Ist doch zum Meme geworden. Matt. Hier, Matt, oder? Matt, no. Nicht? Matt is dead. Den habe ich besiegt, dann wurde ich in Resports als Pro markiert. Das fand ich cool. Du hast echt viel Boxen gespielt. Ja, das war das meiste, was ich gespielt habe. Du solltest Arms spielen. Ich wünschte, sie würden Arms 2 machen. Weil was Arms 1 halt fehlt. Arms 1 ist ein super spaßiges Spiel, aber Arms... Ich wünschte, die würden Lags machen einfach. Auch mit diesem Band. Ja, da brauchst du 2 davon an jedes Bein ein. High Kick. Arms hat keinen Story-Modus und das ist super verschwendet, weil du hast diese super interessanten Charaktere eigentlich, aber die haben halt keine Geschichte, die erzählt wird. Ich finde, ein Fighting-Game braucht eigentlich eine Story. Ja. Irgendwo.
Außer bis Smash Bros. Dann kannst du dir auch Sticker zulegen. Ja, ja, Tekken hat das auch und eigentlich alle außer Street Fighter. Oh, Marvel vs. Capcom, das ist ein großartiger. Ich liebe den Story-Modus. Ich habe Fighter Z gespielt. Ich mag den Story-Modus, aber das Spiel ist ziemlich meh. Aber die Story reißt halt viel wieder raus. Fighter Z, meine ich. Dragon Ball Fighter Z ist auch. Das ist optisch das cool. Das ist quasi eine neue Folge, die du guckst, aber die ist nicht so spannend. zumindest haben sie nicht zum zillionsten Mal die Story aus den Spiel recycelt. Ah ja, das fand ich aber auch. Sie gut. Hätten die Manga-Story nehmen können. Ich habe gehört, der Manga ist jetzt relativ weit inzwischen von Dragon Ball Super. Das hat mich auch überrascht. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ja, es fühlt sich irgendwie wie das aber Ending. Es geht einfach weiter. Das ist wie mit Hunter x Hunter. Du denkst, es ist das Ending, aber dann geht's im Manga weiter. Ja. Bis es das auch nicht mehr tut. Ja, ich warte seit einer Weile auf den nächsten Manga. Was ich habe angefangen, den Manga zu lesen. So sehr hat mich Hunter x Hunter begeistert. Das ist krass. Du wartest auf den nächsten Manga, Mann. Leute warten auf das nächste Chapter. Also muss auf den nächsten Band musst du ja noch länger warten. Da könnte auf jeden Fall was dran sein. Er ist halt chronisch krank, er kann nichts dafür, der arme Mann. Aber ja, das ist. Wo Nintendo kann allerdings was dafür, schlechte Spiele zu machen. Gute und, Überleitung. Damit würde ich sagen, Switch Sports, wir werden es uns nicht kaufen. Und wir sind jetzt. Die Botschaft dieses Podcasts ist es, wir wollen euch verbieten, es euch auch zu kaufen. Das ist sehr wichtig. Ihr dürft es euch nicht kaufen. Ich hab's euch hiermit verboten. Was wollt ihr jetzt machen? Ihr könnt es jetzt nicht mehr kaufen. Ja, dieses Verbot. So funktionieren YouTube-Videos. Wenn jemand schlecht über eine Sache redet, will er dir verbieten, irgendwie Spaß daran zu haben. Wehe, ihr habt Spaß mit diesem Spiel, wehe, ihr kauft es euch. Wartet bis. Bis irgendein Laden wieder. Kirby und das verlorene Land hat. Ich will Wartet dieses Spiel. Wartet bis Nintendo Switch Sports Resort mit 12 Spielen statt 6. Und dann, Ich find's gut, dass du nicht die vollen 14 Spiele genommen hast, weil. Nee, warte, wie viele hatten das? Hat das 12? Ich bin gerade verwirrt. Weiß nicht mehr. Ja. Bye. Ja. Ich gehe jetzt eine Runde joggen oder so anscheinend. Bye. Bei mir regnet es, das wäre keine gute Idee. Bye. Bei mir scheint die Sonne.